Die machen hier schon schön einen auf Bug. Und wir haben echt viel Zeit, ne? Können wir denn eventuell einen Überhype versuchen zu erzeugen? Jetzt komm, macht das mal. Das, ihr kriegt das so selten hin plötzlich. Ist schon enttäuschend. Auch hier die Verkaufszahlen, ich weiß nicht. Sind wir zu teuer? Ja, siehst du, haben sie wieder... Nee, leider konnten wir das Spiel nicht so sehr hypen. Ihr könnt nix hier flach feilen. Ihr kriegt nix hin. Schlimm. Und die stehen bei mir auf der Lohnliste. Das ist viel schlimmer. Aber Ausbildung, merkt ihr, haben wir nichts mehr mit zu tun. Alles voll. Was, ich hasse Hubschrauber. Warum? Stirnlappenbasilisk. Was verkauft man denn davon? Dass das so, so unscharf gemacht wird, verstehe ich nicht. 2000. Dann machen wir hiervon 2000, machen wir noch 2000 und 1000. Ja, hier machen wir mal 0. Wir bleiben doch auf allem sitzen hier. Der einsame Kampfschwimmer, da ist auch wieder ganz viel weg. Wir verkaufen mal 35, ne? Machen wir mal 10 und 5. So, alle in einem Polishing, sehr gut. Dann lass uns mal die Werte ein bisschen nach oben treiben hier. Wir machen wieder einen großen Messestand mit in der Entwicklung, mit Erscheinungsdatum, einsamer Kampfschwimmer und natürlich die Complete Edition, die World Invader kommen. 222 würde ich sagen, so 22, 21, 5, alles klar. Läuft. Ja, wir haben nicht viel zu tun gerade. Unsere Marketing-Leute machen ja nichts vernünftig. Die kriegen ja nichts hin, die Pfeifen. Unglaublich, mit was für Kapalken ich zusammenarbeiten muss. Und dabei habe ich so viel Geld in ihre Ausbildung investiert, weißt du? 81.000. Ich habe so das Gefühl, wir könnten mal dem Arbeitsmarkt abringen Techniker, oder? Ja, ist klar, gibt natürlich keinen einzigen. Ich glaube, wir können hier noch welche einstellen. Dann könnten wir da hinten vielleicht noch, ne? Oder sonst lassen wir die Techniker umziehen oder sowas. Dann haben wir nochmal einen kleinen Umbau. So, Stirnlappenbasilisk, dann lasse ich jetzt auslaufen. Den Kampfschwimmer gucken wir uns nochmal an. 29.000, da können wir auf jeden Fall noch was produzieren. Na, vielleicht übertreiben wir hier nicht. Dann machen wir nur 20.000. Und hier unten machen wir 10.000. Dann haben wir auch vor dem hoffentlich mal wieder ein bisschen Ruhe hier. Tja, ansonsten haben wir noch Zeit, ne? Weil wir müssen ja erst den Trend abwarten hier. Noch 13 Wochen. Das heißt, das hier befindet sich noch 13 Wochen in der Produktion. Ungefähr.
Was macht ihr denn so den ganzen Tag? Goldene Schallplatte erhalten. Sehr schön. Du hast gar keine Finger. Weißt du, wie schwer das ist? Der Mitarbeiter findet es hier ungemütlich. Was? Was? Warum das denn? Ja, warte, da können wir aber, da können wir doch bestimmt Soundstudio, können wir doch Abhilfe schaffen, oder? Also, wir können dir bestimmt hier eine Lampe reinstellen. So, und wir können ja auch mal mit Teppich arbeiten, ne? So. Siehst du, jetzt ist nichts mehr mit ungemütlich hier. Alles klar. Also der ist im Sounddesign und wenn er Pause macht, geht er ans Keyboard. Das sind musikalische Menschen, oder? Die wäscht sich schön die Pfoten, das ist auch mal schön. Du ekelhaftes Schwein, das ist ja widerlich. Habt ihr gesehen? Der ist einfach vom Kacken sofort in, auf den Arbeitsplatz. Widerlich. Nee. Und wieder kein Techniker. Puh, 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 puh. 1950. Sollen wir da noch irgendwas für produzieren? Der singende Stirnlappenbasilisk, da ist ja nicht mehr so viel, ne? Komm, dann haben wir noch 1500. Oh, das macht mich pleite, glaube ich. Aber schon scheiße, ne? Wenn die Collectors Edition kosten 500 mehr als 1000 von der Deluxe Edition. Ob das mal so richtig ist, ich weiß es nicht. So. Kampfschwimmer werden 41.000 verkauft. Ich habe einen Techniker. Starte Trainingskurs. Hardware-Technik für Profis. Noch 7 Wochen. Beim Kampfschwimmer. Null. Produzieren wir mal ein bisschen was von dem Zeug nach. Verkaufszahlen gehen nach unten. Mach mal ein Up-On. Das haben wir schon länger nicht mehr gemacht. Ein Updates hier. Für den Kampfschwimmer bringen wir mal was raus. Komm. Selbst der Tee wird warm. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, die Werte werden auch nicht wirklich besser, ne? Und In-App-Käufe habe ich doch rausgenommen. Habe ich doch noch richtig im Kopf, ne?
Irgendwie habe ich das Gefühl, mein Lagerbestand geht hier gerade weg. Wollen wir hier mal, wie viel haben wir verkauft? Dann machen wir 300, 1000, 30.000 und 15.000. Damit wir mal wieder ein bisschen was auf Lager haben hier, ne? Mal gucken, wie es läuft. Ach, wir waren ja auch noch nicht auf perfekten Werten. Alles klar. Ist zu schwierig. Viel zu schwierig. Alles Schluffis hier. So. Stirnlappenbasilisk. Ja, gut, da können wir jetzt nicht so hohe Werte nehmen. Zehn. Tausend und null. Davon wird nichts mehr. Na, wobei tausend ist auch schon zu viel, ne? Gibt noch 500, werden noch nachproduziert. Und dann ist Schluss. So machen wir das. Schön geizig sein, weißt du? Wie lange haben wir denn noch? 0 Wochen. Oh. Ich glaube, wir gehen jetzt gleich in die Veröffentlichung. Guck mal hier, Denkspiel. Ah, was ein Zufall, wir haben gerade eins in der Entwicklung. Das ist aber schön, oder? So, ist auch nichts Besonderes, ne? Entwicklungsbericht 80 bis 100, alles klar. Na gut, dann dürfte es keine Überraschung geben, dann wollen wir die Entwicklung mal abschließen. Wir publishen selber. Wir gehen mal auf ist gleich immer 10 Euro mehr, ne? So, Standardedition nehmen wir Karte der Spielwelt Aufkleber, aber schwarz-weiß. Deluxe kriegt eine Ansteckpin und die Collectors Edition, die ist ja auch ein bisschen teurer. Komm. So machen wir das. 2 Wochen, ja, länger brauchen wir nicht. Hier haben wir ein bisschen was rausgeholt, das ist schon mal gut. Nur noch für PC. Ab 0. Klar, Polka ist nichts Schlimmes dran. Spielehit und 99%. Ja, das ist unsere Reihe. In diesem Review geht es um die Fortsetzung zu Dance and Sing 3, Dänemark Folklore. Wir prüfen für euch, ob sich der neue Teil der Reihe lohnt. Das Gameplay ist praktisch perfekt und die Handlung ist unheimlich gut. Super. Selbst ein Unterwäschemodel könnte mich nicht dazu bringen, meinen Blick vom Spiel abzuwenden. Machen wir es uns nichts vor. Der Sound definiert die Spielindustrie neu. Eine Auszeichnung hat das Handling verdient. Perfekt durchdacht und kinderleicht. Der Titel gehört wohl zu den besten, die ich bislang gesehen habe. Ja. Alles klar, machen wir. Minus 19 Millionen, das geht ja, ne? Weißt du was? Das ist ja ein Hit, ne? Na ja, gut, bedingt. 500.000, 50.000 und 25.000. Komm, da klotzen wir mal richtig rein. Und ihr könnt ja in der Zwischenzeit schon mal ein Spezialmarketing machen. Warum ihr jetzt schon wieder auf der Amöbe seid, das liegt daran, weil ich es eingegeben habe. Alles klar. Wollte ja nur nichts gesagt haben.
Könnt ihr eventuell mal ganz kurz die Engine-Entwicklung machen? Weil dann hauen wir gleich das nächste Geschicklichkeitsspiel raus. Wieso eigentlich Geschicklichkeit, Fussel? Hm? Was hast du jetzt, oder wollen wir ein Geschicklichkeitsspiel machen? Wochen. Ja, wir müssen noch ein Denkspiel machen. So, wir gehen hier schön mit dem Trend. Ja, eigentlich nicht meine Welt, aber hier den Sound rein. Und dann produziert die mal eben, das kann ja nicht so lange dauern. Wann kommt denn hier der nächste Feature? Plus 2. Oh ja, da habt ihr euch aber selber übertroffen, ihr fähigen Idioten. Gott sei Dank schlecht. Neues Automatenspiel brauchen wir ja erstmal nicht erstellen. Cyberangriff und wir haben gar keine Server. Schade, interessiert uns also nicht. So, wir haben 85.000 Spiele am ersten Woche verkauft. Am ersten Woche. Ja, jetzt ist die Frage, warten wir, bis da noch was kommt? Oder wann kommt denn das? Sehr gut. Schade. Sehr gut. Schade. Sehr gut. Sehr gut. Endlich haben wir mal für Grafik was bekommen, weißt du? Die Soundabteilung ist ja auch wieder so eine Flitzpiepengruppe. Neue Forschung. Instrument Support. Ja, können wir mal machen, ne? Hm. Wie sieht's aus mit den Verkaufszahlen? Alles gut? Müssen wir uns um irgendwas kümmern? Kampfschwimmer eventuell? 38.000, da ist ein bisschen wenig von vorhanden. Ja, die Frage ist halt, wann kommt die nächste Forschung raus hier? Die für die Engine vielleicht nochmal ganz gut ist, weil wir würden dann jetzt entwickeln. Wochen, da hauen wir auf jeden Fall nochmal ein Denkspiel raus. So. QM. Auftragsarbeit. Alle Aufträge abarbeiten. Dann haben wir hier noch Sound und Motion Capture. Dann können wir mal ein paar Aufträge machen. In der Zwischenzeit, wo wir warten. Was hier jetzt gerade passiert? Warum ist der Kampfschwimmer jetzt schon wieder leer? Ich hab das hier echt im Griff, wa? Habe ich mich um eine Null vertan, oder was? Was haben wir denn? 37.000. Mach doch mal 200.000 Stück davon. Sei doch nicht so geizig. Hau raus. 14.000 Vorbestellung. Wir sind auch schon wieder fertig. Ich muss in die Entwicklung, ne? Komme ich nicht drum rum. Spiel entwickeln. Hm.